Ja, meine Lieben, willkommen zurück wieder bei Skyblogs mit dem Dave, Hallo. der da irgendwie wieder rumpimmelt. Ja. Ja, wie schon angedroht in der letzten Folge, Angedroht. ja, wollten wir uns mit dem Brauen beschäftigen. Und ja, ich hatte mal geschaut gehabt, das ist einer der wenigen Rezepte, muss ich wirklich sagen, die original Vanilla geblieben sind. Ne? Also Stone Slabs und eine Blaze Rod. Also erstaunlich, erstaunlich. Ich dachte, das hätten sie auch irgendwie ein bisschen aufgebohrt. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal eine Blaze Rod und gehen jetzt mal nach hinten. Und dort werden wir mal ein paar Steine backen. Und ja, dann haben wir sie eigentlich schon fertig. Ich meine, alle anderen Sachen. Ach, hier haben wir sogar noch ein paar Steine drin. Haben wir ja im Großen und Ganzen. Nicht? Also Melonen sind draußen und ja, also ich denke mal. Ja. Bauen wir jetzt mal. Ja. Oh, ist das die falsche Blaze Rod? Kann das sein? Ja. Dann nehmen wir. Ist auch kein Problem. Dann bauen wir uns einfach aus 5 Blaze Powder ein. Wo haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Oder haben wir noch andere? Da ist ja noch eine. Mensch, brauchen wir uns gar keine bauen. Dann haben wir sie sogar da. Da haben wir ihn. Ja, stimmt, die haben hier so einen leichten Knick in der Mitte, ne? Ich glaube, die anderen nicht, oder? Die anderen waren, glaube ich, glatt. Ne, bilde ich mir noch ein. Okay. Okay. Ja, haben wir das auch erledigt. Ich sag mal, die stellen wir mal vielleicht mal hier hin. Und hier drauf. So, jetzt brauchen wir noch mal ein paar Behälter für Wasser. Also ein paar hier, wie heißen die Teile? Flaschen. Ein paar Bayern-Spieler quasi. Oh, let the flame begin. Oh, pff, ist mir auch scheißegal. So. Wasser. Und hier rein. Und jetzt können wir sie auffüllen. Bop, bop, bop. Und hier jetzt rein. So, also ihr könnt das unten immer voll machen. Und jetzt holen wir uns mal kurz die Melonen. Und wir holen uns ein paar Netherwarzen. Und ja, dann haben wir eigentlich alles da, was wir brauchen. Moment. Hier. Komm. Und wie gesagt, dann bauen wir uns ein paar fette Magnum-Torches. So, Melonen. Hä? Wieso ist denn der Melonen-Zeppling nicht mehr da? Hast du irgendwo noch. Nee. Hast du die Melonen-Zeppling abgebaut, oder? Nein. Da war nur noch die Melone. Das Zeppling ist aber nicht da. Echt? Ja. Sehr komisch. Nee, hier hin, würde ich sagen. So. Ach scheiße, die habe ich ja gar nicht wiederbekommen. Na naja, gut. Nehmen wir nochmal Melonen-Zeppling. So. Und pflanzen den dahin. So. Haben wir alle Ruhe. So, Kartoffeln kommen hier rein. Oder auch nicht. Ach, hier haben wir noch Melonen. Super. Und ja. Wie gesagt, die Kiste hier hinten werden wir, glaube ich, mal mitnehmen. Was haben wir hier noch drin? Die Tränke, die Bögen, die Pfeile, das Zeug, das ist Soundcraft. Ich glaube, da werden wir uns hier mal provisorisch noch eine Kiste hinstellen, wo wir einfach die Soundcraft-Sachen, die wir so gesammelt haben, einfach mal reinschmeißen. Denn, wie gesagt, das werden wir wohl oder übel noch brauchen. Das war's, glaube ich, erstmal. Und jetzt gehen wir ja zu unserer Brewery. So, da können wir dann erstmal. Ach komm, die Tränke hier packen wir mal rein. So, ist das eine andere? 41, 63, nein. Seltsam. La, Seltsam, seltsam, seltsam. So, ist mal weg hier. Können wir uns immer noch neu holen. So, jetzt machen wir jetzt hier erstmal eine Netherwarze rein. Und wir müssen schauen. Moment. Magnum Torch, Magnum Torch. Da. Das war einfach nur dieses Fuel in den Ofen. Okay. Dann ziehen wir uns mal wieder um. Nehmen uns hier mal zwei raus. Und packen. Entschuldigung. Und packen alles das gut. in den Backofen. Oh, es geht sogar sehr schnell. Erstaunlich. Und hier raus machen wir mal normales Square Glas.
Kommt ja eiskalt, wenn ich vor dem Schloss stehe, dass Minecraft Höhlen Ja. bauen. Guck mal, wie findest du das Glas? Bist du? Das wäre was so für irgendwie so Schuppen oder sowas. Was denn du? Hier, guck mal. Oder für so ein Bauernhäuschen. Ja. Ja, in der Mühle würde es bestimmt auch cool aussehen. Ja, hier, kannst du hier, nimm das Glas und leg es einfach in dein Inventar. Dann hast du solche eckigen Gläser. Kannst ja noch zersägen, dann hast du noch mehr davon. Jetzt richtig das Glas. Cool. So, gut, Danke. ja, kein Ding. Warte mal, Gummisachen habe ich noch an. Und ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Da haben wir unser Bedrock. Das gibt uns auch wieder einen krassen Buff. Oh, es geht. Es gab, glaube ich, früher. Warte mal, geht der Trick noch? Es gab früher da halt noch andere Sachen, aber gut. Ja, wir brauchen jetzt Healing. Dazu brauchen wir eine goldene Melone. Geht das auch mit den Münzen? Nö, schade. So, gut, dann machen wir uns mal kurz ein paar von den Dingern hier. Eigentlich hätten wir auch zwei bauen können, ne? Warte mal. Nein, der hier. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind zwei schon brauchbare. So. So. Und dann bauen wir uns gleich noch mal ein paar Flaschen. So. Dann knallen wir dann nämlich gleich noch eine neue Charge rein. So und so. Eine da. Oh, naja gut. Machen wir ein paar mehr rein. Was soll's. Ist eh egal. Und hier neben bauen wir jetzt noch einen zweiten Stand, mit dem wir einfach jetzt weiter brauen können. Jo. Und wir bräuchten eigentlich nochmal so ein bisschen Gold, wie gerade schon erwähnt. Hier haben wir Gold. So. Und Melonis. Chup. Und. Wir brauchen noch Blaze Powder, bin ich der Meinung, ne? Ne, Glowstone war es. Glowstone, Tier, Gasttier und Glowstone und Gasttier. Also nehmen wir uns mal Glowstone ein Stack und Tier. Och, nehmen wir auch mal 5 raus. Wir haben es ja. Also wir haben es wirklich. Ich glaube, unten haben wir noch ein halbes Deck davon oder so. Also. Ressourcentechnisch geht es uns jetzt nicht ganz so schlecht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Goldene Melone. Einmal. So, und zum Finishing dann Glowstone, ne? Ja. Gut, jetzt haben wir hier No Effect. Da kommt jetzt die Gast hier rein. Und dann auch Glowstone. So und so. Gut, dann hier ein Glowstone. Na, Würzburg? Was? Naja, ich rede hier mit dem Brau-Ding hier. So. So, und das da rein. Sollten wir hier gleich, genau, Instant Healing 2. Das sind schon super Dinger. Wow, hier ist ein Zombie. Mit dem Apfel. Wäre es jetzt Küber gewesen, hätte ich mich geärgert. So, und hier kriegen wir jetzt die anderen gleich rein. So und so. Ja, das ist jetzt erstmal soweit die ganzen Sachen, die wir brauchten. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. Wir haben hier gar keinen Platz mehr drin. Das kann weg, das kann weg. Das kommt erstmal hier rein. Du und du kommt da rein. Die können da rein, das kann da rein. Ja, erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen hier. So, dann die Pisten kommen hier rein. Der Blaze. Bumm, da. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz geschaffen hier. Denn wir müssen natürlich noch ein bisschen weiterbauen. Denn wir brauchen die Teile noch. Dazu brauchen wir erstmal Torches, wir brauchen Gold. Also brauchen wir erst wieder Holz. Moment, Wood, da haben wir es. Holz haben wir ja ein bisschen.
Leicht, ja, dezent. Oh, bei mir ist ja was kaputt gegangen, die Gummistiefel, die Gummifüße. Das heißt, wir müssen gleich erstmal das Ding reparieren, beziehungsweise neu bauen, weil sonst gehen wir drauf. Und das wollen wir ja nicht, ne? Also zumindest ich bin da so leicht abgeneigt gegen. Online. Ja, dezent, dezent. So, dann wollen wir mal schauen. Wir brauchen 1, 2, 5 Stück. A 4 Torches, also brauchen wir 20 Torches. Ja, der Junge kann Kopf rechnen. Leicht. So. Na. So. Dann so. Und obendrauf Gold und Diamant. Gold. Ja. Immer Diamanten drin. Ja, noch ein paar. So. So und so und so. Nein. So. Dann können wir das wieder rauslegen. Was kann man eigentlich aus diesen Mini-Diamanten machen? Kann man da irgendwas? Nee. Okay. Gut, ist jetzt auch erstmal Banane, denn wir müssen uns erstmal unsere, wie heißt die nochmal? Warte mal, dieser komische Suit reparieren. Und zwar, wir haben keine Füße, dazu brauchen wir einfach nur Gummi und einmal Wolle, das kriegen wir hin. So und so. Und ich glaube, Wolle haben wir hier noch drin. Mal schauen, ob wir die auch reparieren können, die Klamotten. Teste ich gleich mal. So, irgendwie mit Gummi vielleicht. Geht das? Nee. Vielleicht im Amboss. Hatten wir irgendwo einen Amboss? Nö, ich glaube nicht. Okay. Na gut, sie halten ja jetzt erstmal, dass wir das Bedrocknium wieder in die Hand nehmen können, weil ich glaube, da kriegt man nämlich auch einen Gifteffekt. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren. So und so. Andersrum. Ups. Moment. Torch. Habe ich? Habe ich. Fünfzehn. 8225 und 8229. 8229, 8225. War es, glaube ich, so rum korrekt? 15.0, 5560. 5560, 5. Ach! Okay. Ja, natürlich, falsche Ding. Wir müssen mit Wahnsinnsgeschwindigkeit da hinten hinlaufen. Ui, ich glaube, wir bauen uns nochmal von diesen Enderflux Crystal nochmal einen zweiten gleich. So, da ein rein, da ein rein und dir. So, und jetzt baut er. Seht, das dauert ein bisschen länger. Moment, die mal weg, die mal weg. Ich glaube, die einfachen Healing, ne? So. Healing 2 und die schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Weil, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, die sind ganz einfach zu produzieren. Da müssen wir die nicht auf Vorrat haben. Karotten weg, Nuggets weg. So. Gut, Enderflux Crystal wollte ich noch einen zweiten bauen. Enderflux. Ach nee, Minus, genau. Was brauchte man dafür nochmal? Ach, da brauchte man eine Quarz. Okay. Ne, habe ich jetzt keine Lust zu. Das machen wir im Livestream irgendwann mal. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, das sollte auch so klappen, oder? Ja. Mühsam ist das Eichhörnchen. Auf jeden Fall die Magnum Torch werden wir hier oben hinsetzen bei der Baumfarm. Ach, ich müsste mich mal umziehen. Aus dem Grund, dass wir da keine Creeper mehr haben, weil woanders haben wir eigentlich alles abgebaut. Die können halt nur noch auf diesen Bäumen hier dann spawnen, wenn der halb abgebaut ist. Und ja, das würde ich dann gerne vermeiden wollen.
So, jetzt wollte ich nochmal schauen, hier unsere schlaue Kiste. Ist auch gut. Sagt unser, oh, Erde, okay. Ja, es läuft. Dafür, dass wir es nicht produzieren, ist das schon ganz akzeptabel, würde ich sagen. Obwohl, warte mal, wir könnten vielleicht doch nochmal einen von diesen Dingern produzieren. Zwar. Nein. Emerald, Diamant, Emerald, Iron, Quarz, genau. Okay, Iron Chip. Keine. Haben wir keine Iron Chips mehr? Doch. Iron Chip und ich glaube nur irgendwie so eine Pipe, das sollte schon. Muss man das hier machen? Nein. Ich glaube, es reichte. Ups. Ja. Reichte nicht ein. Okay, ich war der Meinung, es reicht da auch einer aus. Nein. Nur blau? Auch nicht. Okay, gut. Endgate, Orgate, vollkommen Wumms, wir nehmen da einen von. Obwohl, komm, wir verballern die alle mal. So. Und die Iron Chips. So. Dann bauen wir, wie gesagt, davon ein paar mehr. Frisst ja keinen Strom. Oh. Ich muss gleich nochmal ein Energiegetränk trinken, glaube ich, oder mal einen Kaffee oder sowas. Macht das. Ja, werde ich auch gleich. Ja, wie gesagt, die wollen wir hier hinsetzen, ne? Dazu werden wir hier mal den ganzen Kram entsorgen. Ist das hier noch drin? Oh, aufpassen, das nicht zerlegen. Und ja, ich sag mal sagen, die Sachen können wir eh nach unten bauen. Zu unserer Smeltery. Oh, da hinten macht es ja nun wirklich keinen Sinn. Ja, stellen wir einfach hier neben. So, Partbilder, das und ja, das. Jo, jo, jo. Nee, obwohl, die müssen andersrum. Partbilder und genau. Ja, so hätte ich das gerne. Und. So. Obwohl, warte mal. War das nicht so? Und die müsste jetzt eigentlich, wenn man die daneben bauen, connected. Nein, connected die sonst? Connected die beim anderen Ding? Bei dem da? Ja. Sehr schön. Jetzt könnt ihr nämlich hier quasi den ganzen Scheiß reinlegen. Der kommt hier rein. Na. So. Wenn ihr jetzt hier rauf geht, ne, habt ihr hinten gleich die Chest dazu. Ist eigentlich ganz praktisch gemacht. Schade ist allerdings nur, dass man das nicht für die Sachen benutzen kann. Das wäre echt noch schön. Aber naja, so ist es. Dave, was ist los? Du bist so ruhig gerade. So im Ich Flitzen. baue mit Microblocks gerade und das Ah, ist. ja, okay, das ist ja nerviger. Stimmt schon. Welche Blöcke soll ich denn für die Innenseite der Fabrik nehmen? Die du hier auch bei für die Mobfarm benutzt hattest? Welche Mobfarm? Naja, die war die zum Verkleiden der Mobfarm, diese Cobblestone Bricks. Ja, das waren auch schon normale Standard-Cobblestone, die wir da benommen hatten. Nein, zum Verkleiden der Mobfarm. Nicht für die Mobfarm direkt. Wo bist denn du? Naja, hier drin. Da. Die hier willst du nehmen oder welche? Ja. Dann. Ach, geh mal. Dann crafte mir davon mal welche. Moment, das Zeug muss ich mal mitnehmen hier. Das gehört nämlich hinten zu der zu den anderen Flüssigkeiten. Dann haben wir das alles zusammen. So, hier. Wupp. Kleiner Tipp mal so am Rande. Wenn ihr ein ME-System habt, könnt ihr die Dinger auch direkt da reinschmeißen. Ja, nimmt ja nicht wirklich viel Platz weg. Da habt ihr sie immer, also stehen sie nicht doof rum. So, unsere Magnum Torch ist fertig. Willst du auch mal sehen? Nein. Warte mal, noch mal ganz kurz zum Erklären, ne? Wie viel brauchst du davon? Naja, so ein, zwei Stacks. Halt, ich muss hier zwei Wände ziehen, ne? Einmal hier die Wand drüber und einmal hier die Wand nach da. So, warte. Ich pack's hier rein.
Ja, mach das. Nimm aber kein Uran raus an deiner Stelle. Nee, ich Als nehme gar kleiner nichts Tipp. raus. Ja. So, gut, dann werde ich mal die Magnum Torch aufstellen. Waren doch 64 mal 64, oder? Ja. Genau, 64 Block Radius. Genau, Dungeon Wieder Spawner ein und paar Cursed Stacks Earth. reingepackt. Jo, Dungeon Spawner und Cursed Earth wird halt nicht beeinflusst. Und ihr seht jetzt, da drauf können halt Zombies spawnen. Und was für eine Fackel soll ich mir jetzt hier angucken? Hier oben, eine Magnum Torch. Nicht doof, oder? Nach oben. Oben in der zweiten Etage, oder Ja. was? Hier, hinter dir bin ich. Und das ist Ja. jetzt die Magnum Torch. Ach du Scheiße. Die ist größer auf jeden Ja, Fall. und die, also alles, was im Bereich von 64x64 ist, hier spawnt halt jetzt nichts mehr. Also Oh, musst das es ist halt jetzt neu. nicht, du musst, müsstest es halt nicht explizit ausleuchten. Aber ich Das glaube, ich ist stelle es so. mal unten direkt neben die Mobfarm hin. Dann, die kannst du jetzt halt auch auf die zweite Ebene stellen und das würde halt keiner mitkriegen, ne? Bringst du mal David ein bisschen Redstone? Ja. Ja, okay, dann bringe ich ihm was. Warte. Ja, ich bin doch schon hier. Ja, ich habe es aber noch nicht geholt. Warte mal. Ja, ich auch nicht. Ja, ich habe es jetzt geordert. Ja, ich muss doch eh da hinten hin. Dann kannst du weiterbauen. Der ist draußen bei uns oder Ich wo? denke mal. Müll, Müll. Ach hier, der ist bei uns. Ja. Ich gebe ihm kurz das Redstone. Hallo. Da, guck mal. Hä? Der hört uns ja nicht. Lol. Nee, er Anderer kann uns nicht Channel. hören. Der ist ja ein Channel über uns. Wir reden ja nicht mit jedem. Ja. Ja, wir haben davon ja genug. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass Ja. wir da eine Knappheit dran haben, ne? So, also ich mauere das jetzt erstmal hier kurz ab. So und so. Einfach, nicht, dass das, weil wie gesagt, hier hinten werden wir dann irgendwie nochmal einen Big Reaktor bauen. So. Und hier möchte ich, wie gesagt, dann gerne die. Ach, da oben ist ja scheiße, da oben geht ja der Dings hin. Das heißt, das müssen wir abbauen. Na, so. Welcher Mensch bohrt denn sonntags um die Uhrzeit ein Loch in die Wand? Kloppte. Es ist außerdem Wow. Samstag. Das wird Samstag? Ja, heute ist Samstag. Wow. Okay, dann habe ich nichts gesehen. Ich dachte, heute ist Sonntag. Nein. Na gut, weil selten freitags feiern gehen. Jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir jetzt Irgendwo ein. müssen wir jetzt mal hier einen vernünftigen Punkt finden, wo wir laggen können. So. Was willst du denn legen? Laggen. Ja. Ich muss irgendwo einen Punkt finden, wo ich ordentlich laggen kann. Nein, Ja, das habe ich gerade verstanden, ja. Ja, das habe ich auch gesagt. Laggen. Echt jetzt, ja? Ja, leck. Nicht lecken, sondern laggen. Genau. Also ohne R. Ja. Vor allem habe So. ich einmal auf den G gedrückt und dann kommen gleich drei. Holy shit. Ja. So. Können wir noch die Dinger hier wieder aufbauen? Na? So. Das korrekt? Ja. Und so. Und den rein und den rein. Und jetzt können wir hier nämlich eine vernünftige Wand lang klatschen. Ups. Naja, da vielleicht nicht. Ist mir jetzt nicht gerade schon mal passiert? Mein Gott, Alter, Aha. ich baue mir aber auch gerade einen zurecht, ey. Na. Aha. Du Kiffer. Ja, genau. Kam grad so.
Okay, wieso habe ich so einen Stein im Inventar? Ach, vermutlich von der Decke. Alter, was baue ich denn hier? Ich habe echt kein Zielen heute. Also. Schon wieder. Also, das ist echt. Warte mal, 3. 3, 4. So. Machen wir so einen Eingang nicht. Wirkt ein bisschen schöner. Na, schade, ist nicht ungerade, aber wir werden es überleben. Denn wir brauchen ja hier noch irgendwie einen Durchgang. So. Genau so werden wir es bauen. Also hier kommt dann der Table hin. Oder warte mal, nee, wir bauen das mal anders. Vielleicht ist das gar nicht mal schlecht, wenn wir das so bauen. Und hier. Ja. So, vielleicht. Dann könnten wir nämlich quasi hier den Table hinbauen. Und nach hier dann einfach Durchbruch. Glaube, das gefällt mir besser. So. Ja, dann haben wir den Raum da abgetrennt. Hier können wir mal die Decke wieder reinsetzen. So. Und ja, das ist glaube ich ein bisschen angenehmer. Habe ich hier geschielt oder was? Was? Sag, habe ich hier geschielt oder was, als ich gesagt habe, das ist mittig? Ich glaub schon, ey, leicht. So. Und hier runter. So, 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 so. Gut. Ja, ich würde sagen, das sollte auf jeden Fall dann schon ein angenehmer Raum werden. Vielleicht machen wir nochmal hier irgendwie eine Wand hin, dass das Ding eine Mitte hat, wo wir den Tisch dann vernünftig hinsetzen können oder wir verkleiden ja einfach irgendwas. Scheißegal. Kriegt eh kein Mensch mit, wenn wir jetzt irgendwie sagen, hier. Mir das viel zu kompliziert. Oh. So, jetzt haben wir auch eine Mitte. Demzufolge, die befindet sich hier. Oh, vielleicht machen wir noch mal zwei Treppen irgendwann hin. Und ja, ich glaube, das sollte so gar nicht mal schlecht sein. Vielleicht machen wir hier noch mal eine kleine Lampe hin oder so. Und diese ganze Eine Bordüre, wie man große es nennen möchte, kann weg. So. schöne Türe. Bordüre. Oh, die. Klatschen wir hier noch mal ganz kurz eine Fackel hin. Es dürfte hier eigentlich nichts mehr spawnen, aber naja, sicher ist sicher, ne? Ich habe schon Pferde Man weiß kotzen ja sehen, nie. oder wie heißt das, ne? Ah. So, dann schauen wir mal, was unsere Kiste denn da hinten sagt. Wie gesagt, also Enderperlen werden wir nie wieder Probleme bekommen. Ne? Auch hier die Wither-Skelett, also die Wither-Köpfe. Wahrscheinlich nicht, ne? Wither-Skelett-Köpfe, so rum. Und auch die Knochen hier, ne? Also sollte gar kein Problem mehr geben. Ja. Oh, ich glaube, ich esse von heute an nur noch goldene Äpfel. Ja, genau. Was denn? Wir müssen aber echt mal bald irgendwie mal gucken, wegen Essen und so, wa? Wir haben noch genug. Naja, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Klar, unten in der Kiste. Unten, okay. Ja, in der Kiste, wo ich immer diese Recyclingboxen aufmache, da ist so viel Essen drin. Ach so. Da Ja, sind. ich bin da unten so selten. Warte mal, das sind jetzt. Über ein Stack Brot drin, fa fast eins, also 63 Stück, also fast ein Stack von dem gekochten Schwein und ein halbes Stack Steaks. Mein Gott, schwere Wortkombination. Also das ist genug, ausreichend auf jeden Fall, sagen wir mal so. Na, Fifi, hier, komm mal her, kriegst wie ein Schnitzel, kriegst wie ein Schnitzel. Und ich krieg auch eins. Nom 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 nom. Ja. Also da ist genug drin. Wie gesagt, ich schaue mal ganz kurz nach dem Lagersystem, wie ausgelastet das ist. Dass wir gegebenenfalls noch mal ein paar Diamantkisten da reinstellen können. Aber ich glaube, das ist eigentlich noch gut leer, ne? Boah. Es sieht jetzt auf jeden Fall nicht übertrieben voll aus. Oh ja. Also ja gut, also wir haben auf jeden Fall noch, ja. Ja, also ja. Also ja, okay, wir haben da noch Platz ohne Ende drin. Also, ja, da brauchen wir nichts machen. Wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal hier von dieser Schmatze ein bisschen was bauen.
Denn das brauchen wir auch noch. Das werde ich aber noch nicht sagen. Wozu? Bin ich mal richtig gemein. Ja, ne? Man merkt das richtig. Okay. So. Warte mal. Die klatschen wir mal da in die Schmatze. Sieht fast aus wie Wasser, ne? Also viel fehlt da nicht. Ich muss mir noch mal eine kleine bauliche Veränderung vornehmen, ja. Ja, willst du das halbe Schloss wieder abreißen, So ungefähr. ne? Nur das, was ich heute gebaut habe. Naja, dann, das geht ja, das geht ja. Ach, warte mal, genau. Haben wir jetzt da hinten schon die Teile fertig gebacken? Für die Laser-Dingenskirchen. Was könnte man hier auf die andere Seite setzen, ne? Wenn man so betrachtet, ist das, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Also mir würde es auf jeden Fall sehr gefallen. Jetzt müssen wir mal schauen, der kommt da rein und hier oben Redstone. Mal gucken, was der billigste ist. Quarz, Daylight Sensor. Kostet der? Glas, Holz, ja, den bauen wir. Bauen wir Den mal. bauen Ja, Tageslichtsensor ist jetzt nicht allzu teuer, wenn man Quarz hat, ne? Holzslabs, okay. Cobblestone. Nein, da. Nein, auch nicht. Da. Cobblestone. Mensch. 1, 2, 3. Na. Dann ein wenig Glas. Und dann brauchen wir. Was war das denn? Haben wir. Ja, haben wir. Din, 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 bup. Sollte eigentlich auch reichen. Okay. Aha. Es muss also darf nicht irgendein Standardglas sein, okay. Nun gut, dann. Ach Quark, nein! Das Problem ist doch eher, dass ich keine Holzslabs genommen habe, vermutlich. 1, 2, 3. Ups, das war ein bisschen viel. Ja, genau das war das Problem. Gut. Es kommt alles dann im Müll hier. Moment. So, das ist auf jeden Fall. Und die Slabs. Und die komischen Steine von Dave kommen auch in den Müll. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Und jetzt kommt hier das Zeug drauf. Und das sollte jetzt anfangen zu lasern hier. Genau. Nur einer? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das sollte auch relativ zügig gehen, ne? Ja. Joa, dann was brauchen wir? Oh, ich sehe gerade, Mensch, wir müssen mal aufhören mit dem Bauen. Wir sind ja schon längst drüber über die Zeit. Echt? Ja, wir sind jetzt bei 33 Minuten. Na gut, plus vielleicht noch ein, zwei Minuten am Anfang, aber es sollte auf jeden Fall gegessen sein, die Folge. Ja, meine lieben Leutchen, dann würde ich sagen, sehen wir uns später mal in einer neuen Folge. Und Wie sieht's ja, bis aus? dahin verabschiede ich mich. Macht's gut. Tschüss. Ja.